Ja, hallo liebe Freunde, bin heute wieder auf Wandertour hier in Neuhermsdorf. Haben wir so ein bisschen rumrecherchiert, was es da alles noch so ein bisschen zu sehen gibt. Und da bin ich bei meinen Recherchen auf was gestoßen. Angeblich soll es hier eine Sprungschanze gegeben haben. Habe ich ein bisschen recherchiert, mal schauen, wo sie ist. Rumgelaufen, da habe ich vorne ein Schild gesehen, da stand drauf der Schanzenweg. Dann bin ich einfach mal nachgefolgt und siehe da, ich stehe hier vor der Schanze. Und das werde ich euch jetzt gleich mal ein bisschen zeigen. So, liebe Freunde, das ist hier der Absprunghang. So wie man sehen kann, eindeutig, das sind noch oben die Seitenabsperrungen. Das ist noch dran, dass wir hier ein bisschen nah gelandet sind. Dann haben wir hier den Auslauf. Müssen wir hier den Steckel wieder auf. Aber hätte ich nicht gedacht, dass einfach in irgendeinem Waldstück einfach mal so die Überreste einer Schanze zu sehen sind. Ich habe da mal recherchiert, aber irgendwie der K-Punkt war so bei 40 oder 42 Meter. Ja, ganz oben bei der Schanze dicht gewesen sind, oben da ist noch ein bisschen da. Der Anlauf da dazu, aber da sind auch relativ viele Bäume drauf gewachsen. Und dann habe ich noch gelesen, dass vor Jahren haben sie ja einmal so im Ort ein kleines Event gemacht. Und dann haben sie ja so mit dem Mopeds oder Motorräder so ein Hillclimbing veranstaltet. Lass ich mir was einfallen und ich hätte nie gedacht, dass mitten in dem Wald die Überreste einer Sprungschanze zu finden sind. Was es nicht alles gibt. So, werde mal weiterlaufen, mal schauen, was es noch zu sehen gibt.